Hallo Lihard, das sind vier Orte, gibt es die Nachberichterstattung zum Spiel TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Und ja, die erste Viertelstunde gehörte Hoffenheim bei dieser, die erste Viertelstunde bei diesem Spiel gehörte Hoffenheim. Und in der 13. Minute ging Hoffenheim dann durch Geiger auch in Führung. Aber sonst war Hoffenheim nicht so überzeugend und deshalb, ja. Und zwar war sonst Schalke viel überlegener. Hier Schalke. Auch durch gute Chancen durch Konoplyanka, der kleine Ukrainer oder große, was weiß ich. Auf jeden Fall war Schalke dann in größten Teil des Spiels näher am 1:1 dran als Hoffenheim am 2:0. Was ist denn gerade los? Ey, Deutsch ist ja richtig schwierig. Dennoch ging dann in der Nachspielzeit Hoffenheim noch in Führung, weil Fährmann so über den Ball hergetreten hat und der Hoffenheim-Stürmer Rupp ist dann halt unter Fährmann und den Ball her, wollte, man sah so in der Wiederholung, dass er so richtig schmerzverzerrtes das Gesicht gemacht hat und sich, glaube ich, erst fallen lassen wollte, aber dann hat er eiskalt aufs leere Tor abgeschlossen, dann in der 90. Minute plus 3 das finale Tor gemacht und ja, das war's. Hoffenheim hat damit 2:0 gegen Schalke gewonnen und tschüss.